Moin, moin, Christine. Hallo. Grüße dich. Hey, guten Morgen, Jürgen. Ja, ich dich auch. Du, wo du gerade anrufst, das ist gut. Ich bin hier gerade bei der Wochenplanung und ich wollte mit dir abchecken, ob es bei den Sachen bleibt, die ich hier stehen habe. Heute Abend Ernst Kramery auf dem Programm, 19 Uhr. Ist das noch korrekt? Zack, da hast du's. Genau. Die Wow. Wochenmotivationspower. Ernst startet heute durch. Um 19 Uhr geht's schon los. Prima, freut mich ganz besonders. Ich kenne den Ernst persönlich und das ist wirklich ein Mann mit Power, der einen wirklich viel mitgeben kann. Das ist doch die Tagesmotivation aus Facebook, so ungefähr, nur jetzt auf die Woche gesehen. Genau, er hat ja einen YouTube-Kanal, dort einiges gepostet, jeden Tag Motivationsgeschichten und das komprimieren wir jetzt in der Wochenmotivation und zusätzlich kommt ein Call, der sowieso immer dienstags stattgefunden hat, 19 Uhr, jetzt bei uns in die Uni. Prima, da freue ich mich besonders drauf. 19 Uhr starten wir, um 20 Uhr sind wir fertig und dann geht es ja ganz ruhig erst morgen weiter, richtig? Richtig, aber morgen geht es weiter zum Thema, wie wir beeinflusst werden. Das heißt, beim Verkauf beeinflussen. Ich nehme mal jetzt die Sachen für mich positiv mit, weil jeder von uns ist ein Verkäufer oder sollte es zumindest sein. Jeder verkauft sich selber, ob es in einer Beziehung ist, im Business oder sonst wo. Okay, das war dann diese Woche. Die ist dann noch mal etwas ruhiger, bevor wir wirklich nächste Woche in die Marathonwoche übergehen, Schlag auf Schlag. Da haben wir jeden Tag etwas zu bieten. Jo, Jürgen, vielen Dank für die Infos. Ich wünsche dir weiterhin einen wundervollen Tag, genauso wie den Personen, die heute kurz hier in unserem Campus-Treff reingeschaut haben. Herzliche Grüße. Mein Name ist Christine Hofmann. Jürgen, du hast das letzte Wort. Bis heute Abend, 19 Uhr. Bye bye. Ciao.